Ich bin Tina, ich bin 34 Jahre alt, komme aus Hamburg und fahre eine Sportstar 72 mit 1200 Kubik aus dem Jahr 2012. Mir bedeutet Motorradfahren ganz viel. Ich setze mich da drauf, ich kann mich fallen lassen, meine Gedanken sind ganz woanders. Das Freiheitsgefühl ist phänomenal, das kann man eigentlich gar nicht beschreiben. Das kann man auch nur wirklich fühlen, wenn man selber fährt. Also das kann man niemandem eigentlich so schmackhaft machen. Das bedeutet mir einfach wirklich tatsächlich viel. Ich bin ja immer mitgefahren mit meinem Mann früher und das war für mich eigentlich ab dem ersten Tag, wo ich mich hinten auf den Sozius gesetzt habe und noch nicht mal selbst gefahren bin, war es für mich sofort klar, wenn ich mal Motorrad fahre, fahre ich eine Harley. Da gab es gar kein Wenn und Aber. Ich hatte meine Maschine tatsächlich, bevor ich meinen Führerschein hatte, das ist ja immer, dann sagt man ja immer, nee, das darfst du nicht machen, aber ich habe mich da schwer verliebt. Aber wenn man einmal drauf sitzt und man dann losfährt, ne, dann ist das wie eine Feder, dann schwebt die mit einem mit und dann ist das egal, was die wiegt, das macht einfach nur Fun. An meinem Motorrad. Da habe ich selber gar nicht so viel dran gemacht, weil die war eigentlich schon zum größten Teil umgebaut, als ich sie gekauft habe. Also die hatte schon einen neuen Auspuff, einen höhergelegten Tank. Ich habe wirklich eigentlich nur Schönheitskorrekturen gemacht, also ein bisschen was abgeändert, ein bisschen was pulvern lassen, neuen Lenker, den Sitz polstern lassen. Aber ansonsten war die eigentlich schon so schön, wie sie jetzt ist. And no one makes me feel like you do. And no one sets my body on fire. And no one gives me shivers like you. Oh. Aber selber fahren, das ist nochmal ein ganz anderes Feeling. Mach das mal. Und es gab so viele Mädels, die auch fahren, die zu mir gesagt haben, komm, trau dich, mach das, du musst fahren, das ist einfach cool. Und ich finde, diese Mädchen-Community oder diese Frauen-Community, was auch Motorräder angeht, die wird immer so ein bisschen vernachlässigt. Aber da gibt's echt coole und lässige Frauen, die da richtig gut sind einfach. Und das macht auch so viel Fun. Und ich wünsche, dass viel mehr Frauen sich trauen, einen Motorradführerschein zu machen.